das. Ich warne die anderen. Geh. Unterstützt die Gemeinde. St. Mary sammelt Spenden, um den Sturmschaden am Kirchturm zu reparieren. Gott segne alle pflichtbewussten Bürger. Aha. Krieg dich. Alle Weber, der geschätzte Handwerker Peter Wendel lädt zur Demonstration seiner neuesten Webstühle. Morgen und am kommenden Donnerstag bei Walker und in der Arbeit. Ja, entdeckt. Ich war schon ums Eck und ich bin entdeckt. Und wenn ich jetzt von ganz von Anfang an anfangen muss, dann war's das für heute. Nicht einmal ein Wunder ist geschehen. Halt's mal. Geschlecht euch, ihr scheiß Kinder, verpisst euch. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack ihn! Ah!
Oh Scheiße, ich muss selber spielen. Das heißt, jederzeit bleibe ich wo hängen. Das wird wieder was. Noch einer! Pack die! Er ist da drüben! Ja, so ist es! Lass dich vom Ackermann, das ist mein Geld! Das Geld an und du stirbst. Hände weg, das gehört mir. Ja, danke schön, ihr Wichskinder. Ein Millimeter hätte noch gefehlt. Dann kommen so Arschlöcher daher. So. Das ist ein Wichser, oder? Das ist doch ein Arschloch gewesen. Halt still. Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr, mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Ach, kommt, war doch nur ein kleiner Streit, Officer. Ist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor. Mich vermisst, Süßer? Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich habe da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus, wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul, erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plappermaul. Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Ich glaube, da gehe ich besser nicht drauf. Das ist mal ein Blick. Ich habe noch keine Gefühle bekommen.
sollten uns anschließen. Ja? Und wie kommst du darauf? Er hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Wesen kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch. So übel ist er nicht. Brachte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich nach dir? Spart sich auch für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl und den übernächsten. Halt bloß dein Maul, sonst stopfe ich's dir. Halt dich ab. Ein Witz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Wo gehen wir hin? Mach keinen Ärger, sonst stecken wir dich ins Loch. Was glotzt du so, Halblot? Du sprichst meine Sprache nicht, oder? Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Mason Weems? Kann sein. Ich brauche Hilfe. Oh? Man sagt, du kennst deinen Weg hier raus. Man sagt eine ganze Menge. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie schade. Ich hatte gehofft, du spielst eins mit mir. Na gut. Bist du vertraut mit den Regeln? So, können wir das irgendwie überspringen? Da du ja meinen Namen bereits kennst, wie ist deiner? Connor. Schön, dich zu treffen, Connor. Guter Zug. Also, was führt dich nach Brightwell? Ein Verrat, ich wurde fälschlich angeklagt. Natürlich wurdest du... Du glaubst mir nicht? Warum sollte ich? Bei der Visage... Du irrst dich. Ich bin ein ehrlicher Mann. Und trotzdem wurdest du eingesperrt. Wie kam es, dass du hier gelandet bist? Das ist eine Privatsache. Wie das, worum du mich bittest? Na? Ich kann nicht weg. Es ist fest. Okay, jetzt hängt es fest. Ja. Ja. Ich wollte einen Mord verhindern. Oh. Jemand, den ich kenne? George Washington. Du wurdest angestiftet, richtig? Wollten sich wohl mal wieder amüsieren auf Masons Kosten. Narren, allesamt. Über solche Themen scherzt man nicht. George Washington ist tapfer wie kein Zweiter. Loyal wie ein Bruder. Ein tadelloser Charakter mit unerschütterlichen Überzeugungen. Der Mann ist unser Jupiter Konservator. Er führt uns nicht nur zur Freiheit, sondern zur Größe. Mhm. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Verräter. Also dann verstehst du nun, warum ich hier unbedingt raus muss? Wenn ich ihm nicht helfe, dann wird man ihn ermorden. Das ist dein Ernst, oder? Also gut. Aber es wird nicht einfach. Sieh mal,
Alles hängt an meinem selbstgemachten Schlüssel. Doch dieser Finch nahm ihn mir ab. Der Finch. Hab 3 Monate lang geschnitzt. Hol ihn zurück. Oder wir gehen nirgendwo hin. So gut wie erledigt. Gut, ich hab nicht fertig spielen müssen. Verdrückt habe ich mich. Ich habe mich verdrückt und das ganze Spiel beendet mich. So, dann tue ich jetzt einfach da machen, wie ich es glaube. Finch unbemerkt. Per Taschendiebstahl bestehlen. Hey, halt an! Komm zurück! Naja, ja, komm ich hier raus. Schau es an. Was machst du? Gar nichts, ich gehe einfach nur. Du warst geduckt? Warum duckst dich? Ich habe nichts gedrückt, er hat mich einfach gestoßen zu ihm. Und dann habe ich gedrückt, weil ich mir gedacht habe, na schau es an, wenn ich eh schon. Oh, fickt euch alle ins Arschloch da weg. Du bist ein Arschloch. Was machst du? Umhauen alle, die mir im Weg stehen. Geh langsam weiter. Der sieht mich noch. Ja, komm, geh weiter, sei kein Trottel. Komm. Ich habe einige ihrer Stücke gelesen. Die, was auch Punkte am Kopf haben, die sehen mich. Ja. Ob ich nicht ein Kreisel drüber habe, sehen mich andere auch. Schau, wie mich der beobachtet, ist das? Mich so an. Suchst du etwa nach einem Gatten? Und die Art, wie du den Rauch einfängst. Dieser Milchbubi. So, reden wir noch mit ihm. Lauf nicht so. Ich kann ruhig laufen, das passt schon. Schau. Bin ich schnell unten. Dein Schlüssel ist nutzlos. Was meinst du? Er passt nicht ins Schloss. Das soll er auch gar nicht. Du schnitzt einen Schlüssel, der nicht passt? Kommt drauf an, was genau du mit passen meinst. Er bringt uns hier raus. Nur nicht so, wie du dachtest. Wie sonst? Du benutzt ihn, um den Schlüssel des Direktors zu bekommen. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die Extraarbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Eben deshalb ist er unser Ziel. Wie komme ich an ihn ran? Ja, dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die anderen mochte. Raus damit! Zettel einen Kampf an. Was? Eine Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch.
Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren. So machen wir das. Sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst. Ein oder zwei sind nur Unterhaltung für die Waffen. Du musst sie richtig ärgern. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Also, bleib nur am Leben. Soll ich die Leute jetzt niederschlagen, totschlagen, umbringen oder was soll ich jetzt machen? Tja. Was fragst du mich? Hätte ich nicht gemacht. Komm rein in die Goschen. Ich kann nicht gegen den verteidigen. Halten. Ah, jetzt geht's auf einmal wieder. Nach dem 34.999. Mal. Ah, jetzt geht's. Das ist möglich, ob es beim Blut wieder abkühlen wird. Seht euch doch mal an, erbärmliche, dreckige Wichte. Ihr seid nichts als Schweine, die an den Zitzen der Gesellschaft nuckeln. Diebe gestohlen. Und Schalunken, allesamt. Und steht ihr etwa dazu? Bereut ihr und winselt um Vergebung? Nein, ihr plant stattdessen neue und noch schlimmere Verbrechen an diesem Ort. Aha, schau. Zack. Ich muss aufpassen, keinen Alarm auszulösen. Ja. Ich muss aufpassen, keinen Alarm auszulösen. Ich drücke Y zum Genick brechen. Macht er nicht. Schaut er nur blöd. Aber dann scheiß ich drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, weil ich habe keinen Bock mehr auf den Vollidioten. Ja. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye bye. Beziehungsweise wir sehen uns im Stream gleich bei Euro Truck Simulator.